Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, ob das hier passt mit dem Mikrofon. Denn, ja, in den letzten Folgen, ich hatte ein leichtes Mikrofonproblem. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, ich wurde darauf hingewiesen vom Cup. Vielen Dank nochmal dafür. Das war sehr nett von dir, denn ich gucke mir mein Zeug ja nicht an. Was will ich mit meinen Videos? Ich meine, nein. Unter meiner Würde. Nein, wenn ich meine Videos auch noch selber angucken würde, dann hätte der Tag, beziehungsweise müsste der Tag 28 würde nicht reichen. Er müsste 48 Stunden haben. Ja, wenn ich meine Videos 20 Minuten aufnehme und dann noch 20 Minuten anschaue. So, gut. Das scheint aber jetzt alles wieder zu funktionieren, ohne Rauschen. Ich weiß nicht, was los war. Eventuell, weil ich nebenher hochgeladen habe. Oder weil ich nebenher noch gerendert habe. Also gerendert und hochgeladen und gezockt und aufgenommen. Das war vielleicht dann ein bisschen viel fürs System. Ich habe auch hier... Wenn einer weiß, ganz kurze Frage. Geht das? Kann ich die Kamera? Ist die sehr fest? Ah nee, das lasse ich lieber. Die ist sehr gut platziert. Und das Mischpult kann ich jetzt auch nicht großartig... wegheben. Naja, egal. Wenn einer weiß, was genau der Phantomknopf auf einem Behringer, wie heißt das Ding? Xenix 802. Ja, also das ist das mit den zwei Mikrofoneingängen und den vier Kanälen. Also 4-Kanal, 2 Mikrofoneingänge, Behringer Xenix 802, hat so einen Phantomknopf. Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wozu der ist, es gehen dann beide Lampen an. Wenn der nicht aktiv ist, dann ist das Mischpult irgendwie nicht an, wenn ich es anschalte. Also wenn ich den Rechner anmache, keine Ahnung. Also das Mischpult ist zwar schon an, aber das Mikrofon, ja, es wird nicht erkannt. Ich habe keine Ahnung. Also ganz komisches Phänomen. Wenn jemand weiß, wozu dieser Phantomknopf ist, schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ich habe zwar eine Bedienungsanleitung, die ist aber sehr dick und... ja, ihr wisst ja, wie das so ist mit Bedienungsanleitungen durchforsten. So. Gut, jetzt hierzu. Ich hatte eigentlich vor, noch ein paar Maps zu laden. Ein paar coole Maps runterzuladen. Habe ich jetzt aber vergessen. Ich musste noch schneiden. Ich habe jetzt den Rest meiner Bausession aufgenommen. Time to build mal wieder. Deswegen wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Ich habe es gerade auf meiner in der Cam, in der Großaufnahme habe ich es gerade gesehen. Ich habe furchtbare Augenringe. Es liegt einfach daran, dass ich heute Frühschicht hatte. Heute zum Tag der Aufnahme ist Freitag. Ich kam wieder nicht dazu zum Aufnehmen. Es sind mir die Folgen wieder mal zu Ende gelaufen und es war ein ganz schön turbulentes Wochenende. Hochzeit, ich sag nur, Schwägerin hat geheiratet. Mega geil. War das eine Fete, kann ich euch sagen. Uiuiui. Auf jeden Fall dadurch nicht zum Aufnehmen gekommen. Und deswegen sind die Torsions Vehicle to Vehicle Co. Overhauled Giant Chain. Eine Giant Chain oder nur ein Video dafür. Okay, habe ich das jetzt schon abonniert oder was? Das Video will ich gar nicht sehen. Okay. Automation. Ja, ich wollte eigentlich nur ein paar Strecken, aber ich glaube hier gibt's hier bei Mods. Show Terrain Unknown Vehicle Terrain. Ah, hier gibt's zwei Stück. Oh wow. Installed. Cascadia und Destruction of Cars. Moment, die habe ich. Aber die gingen irgendwie nicht, warum auch immer. Ach hier, Datenbank. Moment. Kategorie. Hier, pass mal auf. Ja, ich habe mir nämlich überlegt. Wir fetzen hier noch ein bisschen Skins weg, Mods, der Mods weg, Nummernschilder weg, Sounds weg, Benutzeroberflächen. Gelände, Level, Karten, genau. Ich ziehe mir hier noch quasi a little trail jumping track
Experimental. So, pass auf. Zack. Subscribe to Mod. Wird jetzt runtergeladen. Ich suche irgendwas. Nardo Speedway. Ich suche irgendwas mit einer richtig geilen Bremsaktion. Also wo es sehr tief runter geht. Wo man bremsen muss, um die Bremsen mal schön zu überhitzen und sowas. Mal gucken. Deathfall, ja gut. Spikefall. Hier gibt es natürlich jetzt sehr viele. Carkiller Showroom. Okay, das will ich auch mal. Ich mache einfach. Wir gucken uns ein paar von den Mods an. Gridman, Blanger, Rally Forest, Aerodrom. Ach, der Top Gear Test Track. Ah, okay. Warehouse Photo Studio, Endless Tunnel. Oh, so ein Tunnel ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man sich da drin rum... Oh, ich habe auf 30 gemacht. Ich wollte doch auf 2 machen. Ah, hier muss ich drücken. Truck Killer Biohazard. Mhm. Kontaktlinsen, was ist los? Also auf jeden Fall frischig gehabt, bin ziemlich groggy, habe vorhin noch renoviert, weiter im Ausbau, im Studioausbau weitergebaut und das Ganze auch dokumentiert endlich mal wieder und dann noch festgestellt, dass ich noch eine alte Episode hatte, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Also kommen jetzt ganz schnell 2 Episoden von Time to Build hintereinander. Ist aber nicht so schlimm. Geht wieder ein bisschen was zu gucken. Ist cool. Kommt voran. So. Ja. Brittle Rock. Apropos Rock. Battle. Wie nennt sich's? Battle at Big Rock. Kurzfilm von Jurassic Park. Von Jurassic World. Den machen von Jurassic World. Die haben einen Kurzfilm gemacht. Der geht nur 8 Minuten. Gibt's auf YouTube. Battle at Big Rock. Schaut's euch an. Mega geil. Soll jetzt keine Werbung sein, ist einfach, habe ich mir angeguckt, ist brutal fett. Port Drift Version. Baja Rama. Westworth. Entschuldigung. Die Schweizer Alpen, komm. Hau ich mir mal rein, vielleicht ist da Schnee. Jurassic. Ach was. Ne. Jurassic Beam. Ha! Und wir haben den Jurassic Beam Jeep. Ja, perfekt. Hier haben wir nochmal eins. Hau ich auch mal rein. Okay, wir haben ein bisschen was anzugucken. Sehr schön. American Road, die nehmen wir auch mal mit rein. Okay, sehr geil. Da gibt's also ein paar Sachen. Redwood, naja. Small Island Runway. Zu viel will ich jetzt auch nicht. Ich will ja noch spielen. Ich will noch Spaß mit der Kette will ich noch machen. Dublin Automation Test Track Cone Version. Okay, ich belasse das jetzt mal dabei. So, wir gehen zurück. Und wir gehen auf... Moment, sind die alle jetzt fertig? Waren die alle... Wäh. Datenbank. Nochmal gucken. Mods. Das sind meine, ne? Jurassic Park Beam. Beam Island, Swiss Alps... Frangerio. Waren die jetzt schon so weit oder war ich zu schnell? Habe ich zu schnell weitergeschalten? Ja, dazu sollte ich jetzt noch eins haben. Nö, so wie es aussieht, sind die fertig gewesen. Gut. So, muss ich dann die jetzt hier alle Mods aktivieren? Mods. Update all Mods. Alle Mods aktivieren. So, keine Ahnung, ob ich das muss. Ich mach's einfach mal. Keine Ahnung. Wir werden sehen. So, zurück. Spielen. Spielen. Freie Fahrt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, jetzt juckt natürlich die Nase. Zur Aufnahme. Pünktlich zur Aufnahme. Muss die Nase jucken. Wir haben hier Beam Island. Oh, geil. Und warum bin ich nicht mittig? Ach, weil das Bild, also weil dieses Bild hier so in diese Richtung zeigt. Deswegen rutsche ich auch so rüber. Ist ein bisschen doof. Wo ist das andere? Ah, hier, Jurassic Beam Park. So, pass auf, wir nehmen mal das.
Und dann, vielleicht können wir ja Jurassic Park und Kettenspaß miteinander haben. Denn der Jeep, der Jurassic Park Jeep, der ist ja auch schon, glaube ich, ganz cool, so mit einer Kette vielleicht irgendwas zu machen. Keine Ahnung, wir werden sehen. So, und ich hoffe mal, dass ich muss immer mal wieder das Mikrofon im Auge behalten. Und das hier mal richtig machen. Das ist übrigens hier ein Pop-Schutz, der an dem die Seiten, huch, das ist jetzt wahrscheinlich furchtbar laut gewesen, an dem die Seiten aufgeschnitten sind, dass der Sound besser so von den Seiten kommt. Aber jetzt mittlerweile, ja, was ist jetzt Spawning Player? Ich warte. Mittlerweile ist das Mikrofon mit dem in Verbindung mit dem Mischpult so super empfindlich und top, dass ich einen kompletten Filter bräuchte, der aber dann wieder Geld kostet. Und Geld habe ich keins, deswegen schwierig. So, wir sind unterwegs im Tesla. Okay, es lädt noch immer. Was macht das Gras da? Ist ja voll am Abzappeln. Okay, cool. Ja, gut. Wir machen das Ganze natürlich stilecht, bevor ich jetzt hier mit dem Tesla rumfahre. Hole ich mir natürlich. Ist der hier dabei? Ja. Beavik Park. Replace Curant. So. Das stellen wir mal hier hin. Ich nehme Position ein. Huch. Ja. Nur die Ruhe. So. Da fährt er auch schon. Und warum dampft das hier? Was steht hier dran? Do not. Exit Vehicle. Stand da nicht was von wegen mit Dinosauriern? Ach was, da sind tatsächlich zweidimensionale. Hä? Ah, nur von einer Seite. Okay, zweidimensionale Dinosaurier, aber nur von einer Seite. Schön. Also die Textur ist hat nur eine Seite. Das ist... Ja. Gut, ich fahre mal hier lang. So, was haben wir hier? Mal schauen. Oh, hier haben wir einen... Huch. Einen Brachiosaurus, einen verpixelten. Schön. Ja, gut, ich meine. Brachiosaurus ist Brachiosaurus, ne? Okay, ich bezweifle, dass im Jurassic Park die Karre auch so schnell gefahren ist. So, was haben wir hier? Anhalten. Zzt. Ah, okay. T-Rex-Gebiet. Das sind zwei T-Rexe. Okay, interessant. Oh, was ist da unten? Jetzt. Ah, kitzelt die Nase, echt hier innen. Ah. Ist das hier ein Wasserpark? Wo Wasserdinos drin sind? Und auch gleich ich, wenn ich hier so weiterfahre? Okay, keine Ahnung. Ah, du Nase, hör doch mal auf. Wir schauen mal. Uiuiui. Wir schauen mal weiter, was der Park so alles zu bieten hat. So, was kommen wir. Wo kommen wir hier hin? Nochmal Brachiosaurus. Da hinten nochmal T-Rex. Oh, oh, und da falle ich rein. Okay.
Ja, ich wage zu bezweifeln, dass die Gehege so angeordnet sind. Naja, egal. Wir schauen mal darunter. Wow. Schon wieder T-Rex. Ist es jetzt die andere Seite von den... von dem Gehege, oder wie? Naja, egal. Ich guck mal. Was denn da sonst noch so ist? Ganz so sehr reißt mich die Mavi jetzt nicht vom Hocker. Ist angenehm zu fahren. Das muss man lassen. Was haben wir hier für Dinos? Halt. Ah, Brachio. Und kein mehr. Okay, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Moment, komme ich von da? Ja, ich komme von da. Oh, ja, Moment, dann will ich aber auch noch gucken. Moment, dann schauen wir mal kurz nach. Da war auch noch hier da hinten so ein Zeug, ne? Ach so, das ist hier nur ein drumherum Gefahren, ne? Okay. Passt schon. So, dann will ich gern mal was probieren. Und zwar... Ach nee, das muss ich anders machen. Ich mach mal so. Und dann, wie war das? Ist der G und C? Und dann Shift und C. Genau, Shift und C war die Laufkamera. So. Dann brauche ich einmal hier. Zack. Und Fahrzeuge. Und einmal die Giant Chain. Moment mal, was war da gerade? Wo kann ich zurück? Was haben meine schmerzhaften Augen, schmerzenden Augen da? Ein Gate. Da gibt es ein Gate. Das kenne ich noch gar nicht. Ein Gate kann man da eventuell reinsemmeln. Verrückt. Okay, Giant Trail, Chain. XXL to Ball. Ball to Ball, genau. Ja. Spawn New. Hilfe. Shift und C. So, wo ist die jetzt? Überall. Ah, okay. Weh. Nein, das will ich nicht. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ach so. Ach, wegen Shift. Wegen, ja, schneller fliegen. So, wo ist das? Hier. Komm mal her. Hier hin. Ist es dran? Ist doch nicht dran, oder? Huch, jetzt geht das Ding da wieder auf. Also, ich will mal probieren. Ist das jetzt da dran? Huch. Ja, toll. Das hier will ich haben. Toll, jetzt ist das da wieder offen. Plumps. Ich hab's gleich, keine Sorge.
Ach so, ich muss ja gar nicht. Ah ja, ich muss ja gar nicht SRG gedrückt halten, ich Depp. Hoch? Hä? Warum nicht? Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Naja, wie ist sie jetzt da dran? So, also jetzt ist es definitiv richtig schön fest. So, das machen wir noch in dieser Folge ganz schnell. Die ist jetzt nämlich eigentlich schon wieder fast zu Ende. Aber ich leg die mal hier ab. So, jetzt muss ich mal schauen. Das reicht nicht. Dann probieren wir es mal mit dem hier. Das reicht auch nicht. Dann nehme ich mal das da. Halt, komm her. Ja, genau, wunderbar. So, das ist jetzt hier irgendwo in der Luft, ne? Drum machen wir das hier noch fest. Und das hier. Toll, das ist jetzt auch in der Luft. Alle wieder. Oh Mann, dass alle Punkte dann wieder weg sind, das nervt. Okay, das ist zu wenig. Hier. Ach nö, sind die auf der anderen Seite jetzt auch wieder weg? Oh. Echt. Okay, die Folge wird etwas länger. Sorry, aber... Nein. Dass da auch echt dann alle wieder weg sind. So. Okay, das sollte halten. Okay, das ist zu nah dran. So, passt es bis daran? Das ist ganz schön schwierig. So, jetzt habe ich es mal hier gemacht. Und dann mache ich es hier nochmal ein bisschen fester. So. Also, das sollte jetzt passen. Okay. So. Ich schaue gerade, ob ein Mikrofon rauscht. Nein, Mikrofon ist gut. Wunderbar. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir düsen mal wieder. Orbit. So, zack. Hier ist die Kette. Ich würde sagen, wir kommen von da hinten. Richtig schön Vollspeed. Und dann heizen wir einfach mal in die Kette rein. So, was wollte ich schon immer mal machen. So. Aber das, meine Freunde, machen wir dann erst morgen. Wenn es wieder heißt, time to play. Hier bei BeamNG Drive. Bis dahin, macht's mir gut. Sorry, dass wir nicht so viel gefahren sind, aber dafür... Morgen umso spannender. Bis dahin. Tschüss.